Seit weit über einem Jahrhundert zählen die Rigibahnen zu den bekanntesten Bergbahnen der Schweiz. Gemeinhin gilt die 1871 eröffnete Vitznau-Rigibahn als erste Bergbahn Europas. Zum Netz der Rigibahnen zählen aber längst nicht nur die beiden Achsen der Zahnradbahn. Von der Ortschaft Weggis am Ufer des Vierwaldstätter Sees erschließt auch eine Luftseilbahn die viel zitierte Königin der Berge. Bereits beim Anblick des Streckenverlaufs oberhalb der Talstation wird deutlich, um welch ein beeindruckendes Bauwerk es sich bei der Anlage handelt. Steil schweben die Kabinen über ein langes Spannfeld hinauf zur ersten Zwischenstütze, die sich bereits knapp 500 Höhenmeter oberhalb befindet. Die Höhendifferenz zwischen den beiden Endpunkten der Luftseilbahn ist sogar noch deutlich größer. 924 Meter beträgt die vertikale Distanz zwischen der Talstation oberhalb des Vierwaldstätter Sees in Weggis und der Bergstation Rigi-Kaltbad, die sich inmitten eines großen Hotel- und Sportkomplexes befindet. Dort, auf gut 1400 Metern über dem Meer, besteht auch ein direkter Übergang zur Zahnradbahn, die Fahrgäste weiter hinauf bis zur Station Rigi-Kulm befördert. Die Seilbahn von Weggis auf die Rigi ist damit ein fester Bestandteil des Bahnnetzes an einem der bekanntesten Gipfel der Alpen. Bis zum Bau dieser Direktverbindung im Jahr 1968 ist es aber ein langer Weg. Schon Ende des 19. Jahrhunderts existieren erste Pläne, den Hang mit einer Seilbahn zu erschließen. Eine Standseilbahn von Weggis zum heute weit bekannten Aussichtspunkt Känzeli wird von den Behörden mit Verweis auf die bereits bestehenden Zahnradbahnen jedoch nicht genehmigt. Weggis bleibt dennoch ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen auf die Rigi. Zu Beginn der 1960er Jahre hat die Ortschaft dann im zweiten Anlauf mehr Erfolg. Die Konzession für die heutige Luftseilbahn wird 1964 erteilt. Den Zuschlag für den Bau erhält jedoch kurze Zeit später keiner der seinerzeit etablierten Hersteller großer Luftseilbahnen in der Schweiz, sondern ein aufstrebender Betrieb aus der näheren Umgebung. Eine gewisse Firma namens Garaventa kann noch in der ersten Hälfte der 60er Jahre am Kronberg in der Ostschweiz ihre erste große Luftseilbahn dem Betrieb übergeben. Eine ähnliche Anlage folgt zwei Jahre später auf der Viersche Alb, eine noch größere im Jahr darauf in Zermatt. Mit der neuen Seilbahn an der Rigi kann Garaventa schließlich die Lücke zu den etablierten Konstrukteuren schließen. Erstmalig setzt der Innerschweizer Hersteller auf Kabinen mit einer Größe von 80 Personen. Entsprechend massiv sind die Konstruktionen der Doppeltragseilpendelbahn ausgeführt. Abgesehen von den kalt und nüchtern wirkenden Stationsbauten kommt aber auch bei den drei Zwischenstützen viel Sichtbeton zum Einsatz. Anders als in der Schweiz sonst üblich, bestehen die Schäfte der Streckenbauwerke damit nicht aus einer Fachwerkstahlkonstruktion. Die Bauweise mit massivem Beton ist in Italien seinerzeit weit verbreitet, in den restlichen Alpenländern dagegen bis heute eine echte Seltenheit. Doch nicht nur die Stützen, sondern auch die Fahrt über die 2,3 Kilometer lange Strecke ist ein einmaliges Erlebnis. Abgesehen von dem leicht abschüssigen letzten Spannfeld vor der Bergstation geht es mit 9 Metern pro Sekunde und beeindruckenden Tiefblicken dem Vierwaldstätter See entgegen. Seit dem Jahr 1993 übernehmen zwei neue Kabinen den Transport der Fahrgäste und ermöglichen dank ihrer Panoramaverglasung
eine imposante Aussicht. Die Seilbahn ist damit die ideale Fortsetzung der allseits bekannten und beliebten Schiffsreise von Luzern nach Weggis und weiter auf die Rigi. Denn die Schiffsanlegestelle liegt nur unweit der Seilbahnstation. Ein Klassiker, der schon in einem der wohl bekanntesten Schweizer Volkslieder besungen wird. Die beliebte Reiseroute sorgt aber auch dafür, dass die Seilbahn an schönen Tagen oftmals hoffnungslos überlastet ist. Denn anders als im Lied laufen die meisten Besucher heute nicht mehr nach Rigi Kaltbad hinauf, sondern nutzen die bequeme Variante am Seil. Mit ihrer Förderleistung von rund 600 Personen pro Stunde und Richtung ist die Bahn daher ein notorischer Engpass. Nicht zuletzt aus diesem Grund plant man bereits seit Jahren einen Ersatz in Form einer Kleinkabinenumlaufbahn. Im Herbst 2022 wird die Konzession der bestehenden Luftseilbahn daher ein letztes Mal verlängert, sodass ihre Tage mittlerweile gezählt sind. Zweifelsohne wird der Ersatz den Komfort deutlich erhöhen. Das einmalige Fahrerlebnis der Pendelbahn mit ihrer hohen Streckengeschwindigkeit wird dagegen fortan der Vergangenheit angehören.